Sanfte Grüße und einen schönen guten Abend heute. Wir spielen die zweite Runde in F1 Manager 2022. Oh, das brummt ein bisschen. Da muss ich jetzt mal kurz unter Einstellung gucken, ob alles korrekt eingestellt ist. Das so, okay. So. Ein anderer Sound als der übliche. Da gucken wir mal. Das können wir leider natürlich nicht abbrechen. Das ist halt das typische F1-Merkmal, seitdem Liberty Media die Firma 1 übernommen hat. Dann setzen wir natürlich unsere Saison mit Haas fort. Fortfahren. Glückwunsch zum Abschluss des ersten Rennwochenendes dieser Saison. Die Ergebnisse des Teams. Sieh dich nur um, was du solltest, eine E-Mail. Danke, danke, danke. Mal gucken hier. Oh, es sieht so aus, als wäre das Ingenieurteam gerade mit der Herstellung eines Autoteils fertig geworden. Die Verbesserung unserer Autos ist ein ständiger Prozess. Die anderen Teams werden ihr Bestes. Neue Autoteile werden zunächst vom Team entworfen. Sie können dann hergestellt und in jedes Auto eingebaut werden. Diese Aufhängung wurde bereits angefertigt. Wir müssen sie also nur einbauen. Geh dazu zum Autolager. Hi Doppel, wir haben mit einem neuen Fertigungsprojekt begonnen. Zu den Autos. Hier im Autobereich kannst du alles ver... Im Lager werden nicht... Hier im Lager kannst du alle Autoteile finden, die ein... Ja, okay. Richtig. Alle verfügbaren Aufhängungsentwürfe sind bereit zur Durchsicht. Beachte, überprüfe den neuen Entwurf ganz oben in der Liste. Da in jedem Auto nur eine Aufhängung eingebaut werden kann, willst du vielleicht die Statistiken zum neuen Entwurf überprüfen, um... Ja, okay. Nimm dir Zeit, die zwei Entwürfe zu vergleichen. Es sieht so aus... Wähle Tante. Den neuen Aufhängungs... Und rechts aber langsam, Tante. So. Mal gucken halt. Wir haben die alte Aufhängung. Wäre so um 0,1 km schneller. Naja. Aber das sind alles Verbesserungen, wie man hier sieht. In hohen Geschwindigkeiten, mittlere Geschwindigkeiten, niedrige Geschwindigkeiten sind es plus und Kurvengeschwindigkeit, okay. Tolle Arbeit. Das ist, wenn du nicht möchtest. Es gibt nur eine Kopie des Autos an sich dann. Okay, wir haben nur eins. Naja. Ich muss mal kurz warten, hier ist eine Hornisse im Zimmer. Das darf nicht wahr sein. Nervt mich schon. Scheiß Hornisse. Scheiß Vieh. Ey, kann ja nicht wahr sein, ey. Raus mit dir, du Hornisse. So. Sieben Tage dauert das. Okay, dann tun wir es mal herstellen. So. Fertig. Du hast die neue Aufhängung eingebaut.
Solltest du jemals weitere Informationen... Okay, ich muss zurück zur Aerodynamik. Winke, winke. So, was haben wir hier? Übersicht nach Ende. Max verstanden seine Zielflagge in den letzten Wochen als Erster. Der Erfolg von mir momentan, ja, bla bla. Trotz einiger mutiger Manöver, bla bla bla. Okay. Der Fortschritt hat sich das Rennen am Bahrain International Circuit angesehen und war und wir waren enttäuscht, dass das Team unter den Erwartungen geblieben. Habt ihr einen Knall in der Tüte? Wir sind Haas, was verlangt ihr? Wir haben einen Punkt geholt. Also, dass wir schon mal einen Punkt geholt haben, ist schon mal das Gute. Es ist ja kaum jemand, es ist gar keiner ausgefallen. Also, Mann. Einige Leute sind hier echt halt ballerballer. So, was wird denn hier eigentlich noch gebaut? Der Unterboden wird gebaut, wa? Ja. Okay, Unterboden ist bereits im Gang. Gut. So, schauen wir Frontflügel auf alle Fälle. Dann nehmen wir noch die Ingenieur und fertig. Hier in Venetien steht noch ein spannendes Rennen in Saudi-Arabien bevor. Momentan haben die Red Bull die Nase vorn, wobei Max Verstappen und die Fahrerwelt um 8 Punkte anführt. Um 8. Achso. So. Q2 erreichen. Q2 sollte erreichbar sein. Ja. Rennplatzierung. Was ist eine Glücksstringplatzierung? So, das lassen wir auch mal so. Ja, kann ich eigentlich hier nichts machen. Dann geht's los. Nach Saudi-Arabien. Wo ja Mick Schumacher dieses Jahr nicht fahren durfte. Weil er das Auto 2 geschossen hat. Die F1 ist zurück. Willkommen auf einer der schnellsten Strecken im Kalender. Hier in Jeddah. Der große Preis von Saudi-Arabien geht gleich los. Und die Stimmung hier ist elektrisierend.
Der Jeddah Street Circuit weist die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit sowie die meisten Kurven aller Strecken im Kalender auf. Guter Abtrieb bei Hochgeschwindigkeit wird den Fahrern an diesem Wochenende hier das Leben auf der Überholspur ein wenig leichter machen. So früh in der Saison gibt es noch viele Möglichkeiten, die Dinge zu ändern. Okay, lassen wir mal. So. So, Training tun wir natürlich wieder simulieren. Fortfahren. Ja, fortfahren. Tun wir mal diese Session nur halt. Magnussen 13. Schumacher 16. Okay. Eingewöhnung 40, 43, aha. Autokenntnis 86, 75. Okay. So, Training 2 tun wir nochmal simulieren. Zwölfter und 16. Aha. Prozent Autokenntnis und 87, okay. Dann werden wir jetzt mal gucken. Willkommen zurück zu einem spannenden F1-Wochenende, an dem heute das Training endet und sich das Qualifying anschließen wird. Was? Training endet? Wieso? Zu Training. Das fahren wir selber. Radio check. So. Was haben wir? Mal konfigurieren, Reifen fahren. Oh. Schlecht. Okay. Und so. Geraden. Reifen, da kriegt er hart. In der Mille kann ich nicht mehr. Kann einfach stehen. Das Tätigen. Auch harten Reifen aufgesetzt. Autoteile, Auto-Setup. Okay, auch da. Dann schalten wir da auf 5. Auf den Geraden.
Los. Lass mal ein paar Runden fahren. Mal gucken, wann sie was sagen. Sein eigenes Team nicht aufbauen, aber das ist nach 22 Jahren im Land wieder mal ein Formel 1 Manager Spiel mit einer Originallizenz. Da war es halt klar gewesen, dass man sich erstmal halt auf die Basics halt konzentriert und dann beim nächsten Spiel wird es dann, denke ich mal, halt auch mit eigenen Team gehen. Und wir mal einfach vorspielen. Und mal was da sagen. Gib mal langsam Aussagen. Ob das Fahrzeug gut auf der Strecke liegt oder nicht. Jagt schon wieder den ersten Martin. Gut, schon ist ein Dirty Air. Der klebt da auch hinter dem Aston Martin die ganze Zeit. Power angeben. Oh, Leute, nicht gegenseitig.
Magnus Kitsune jetzt mal überholt, den ersten Martin. So, ihr sagt euch, dann geht's Rennen wieder an die Box. Mal gucken halt, wie jetzt die Aussage von ihm ist. Hier hilft in Sektor 1 wieder. Ungültige Fahrzeugkonfiguration, why? So, Kurvengeschwindigkeit und Traktion, okay. So, 11 Minuten dauert das alles. Ein richtiges Setup zu finden, wie das ist. Aktuell vorheriges Bestes. Bestes, okay.
Interaktion muss auf jeden Fall gut sein. Kratz, ey, Mann. Kurvengeschwindigkeit, ey. Bestätigen wir das mal. Und dann konfigurieren wir mal das alles. Dann schauen wir mal. Autokenntnis 98 und 87. Overtake is available if you need it. Copy. Bleib bei Gelb. Ich will was Grünes eigentlich sehen. Das wird nichts. Magnus hat sich nicht verbessert. Schon auch nicht. So, dann heißt es wieder Rinn. Können wir auf alle Fälle nichts machen. Das sieht nicht gut aus. So, neu konfigurieren. Sagte mir ja gar nichts, ey.
Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Das. Beim letzten Rennen nun Fahrfiedel zu den Ochsen. Geraden ist das Licht. Entsetzung wäre alles. Mann, ist das ein kompliziertes Verfahren hier, ey.
gucken, ob das jetzt was besser wird. Es kann nicht wahr sein, dass ich jetzt Urte so schlecht abfalle. Und bereit war ich 11. gewesen mit Magnussen und 14. mit Schumacher und jetzt schaffe ich vielleicht gar nicht den Q2-Einstieg. Wieder nur gelb. Na gut, das kann natürlich auch daran liegen, dass ich in den harten Reifen fahre. Aber ich will ihn nicht im freien Training den harten und weichen Reifen nutzen. Weil darauf habe ich keine Lust. Kommt wieder eine Box bei der nächsten Runde. Gültige Fahrzeugkonfiguration. Zurück. So, das ist gut. Aber gut bringt mir nichts, aber erstmal. Tüfteln.
gucken wir mal. Oh, da ist was Grünes. Was Gelbes. Was Grünes. Auch was Grünes. Grün. Grün. Gelb. Gelb. Oh, Mick hat sich verbessert. Magnum verbessert sich nur zeitlich. Und wieder eine zeitliche Verbesserung bei Mick. So, nix mehr bei Mick. Und auch in den Jahren, ja, das war's. Da ist nix mehr. Da können wir nix mehr machen halt. Wir sind wenigstens immer noch besser als die Aston Martins und die Williams. Und wir sind das drittschlechteste Team also. Für das drittschlechteste Team habe ich aber schon einen Punkt geholt. Den kann mir also keiner mehr nehmen. Okay. Ja. Dann geht's zum Qualifying. Ja, wir können es auch eigentlich simulieren. Ja, simulieren wir. Das ist über... nicht über noch. Doch, ja. So, 12. Magnussen und dann halt ja, Mick vor den Aston Martins bzw. vor den beiden Williams. Das war schon klar gewesen. So. Zeit für letzte Handgriffe in der Startaufstellung. Süß. Strategie. Bei 50 Runden. Medium, hard, soft, hard, medium.
angreifen. So. Magnussen, mit was schicken wir dich auf Tour? Auf eine Zwei-Stopp-Strategie. Frage ist jetzt mit Medium Hard oder Hard Medium? Dich auf Medium Hard. Auch hier. So. Dann geht's los. Die Fahrer sind heute Nacht bei meist klarem Himmel in Startaufstand. Du was trinken? Hier sehen wir Kevin Magnussen. Und da ist Schumacher, der zweite Fahrer heute. Mit einem Rennstart aus der zweiten Hälfte der Aufstellung muss einiges an Boden gut gemacht werden. In wenigen Augenblicken geht es los. So, dann schauen wir mal. Nur noch ein paar Augenblicke bis zum großen Preis von Saudi-Arabien. Ich habe mal Glück, dass es ein Safety Car gibt oder Kraft. Die Ampel ist aus und los geht's. Wir sind langsam los. Wir sind unter Gas. Doch müde. Als hätte sich Aston Martin gerade um einen Platz verbessert. Mensch, mit. Jetzt wie im Sorgpreis, was ist denn passiert? Nein, wir kommen. Na, ist jetzt vorbei? Ja, gut so, Nick. Na,
Yeah. Good job. Ist das eine neue Rennplatzierung für Haas? Magnussen ist 11. Okay. Haas überholt. Mit der Safety Car, was ist denn jetzt los? Da ist ein Unfall mehr Autos verbieten, keine Ahnung, wer genau. Okay. Unfall mit mehreren Autos? Ist gut. Was? VSC. So, wird der Safety Car. Ignorieren wir den Boxenstopp? In welcher Runde sind wir denn jetzt überhaupt? Wir ignorieren das. Touchiert! Auf der Strecke herrscht Chaos! Was? Ja, was denn? Rückgewinnung machen, weil überholt ist er eh nicht. Leute, er sitzt jetzt gleich zu Ende. VSC ending. Nach der Ricciardo, Mick. Komm, Mick. Schnapp dir die McLaren. Das jetzt wieder auf. Came out of the RS. Schon wieder RS leer.
Nick, charge on, charge on. Copy. DRS is enabled. Was? War DRS war wieder deaktiviert gewesen oder was? So, Magnussen ist 10. jetzt. Perfekt, das fährt wieder in Punkteringe. Haas mit einem Überholmanöver! Oh, Mick, wo fährt... Fährst okay. du denn nicht? Was ist denn das gewesen? Blockieren die Räder. Boah, denn das gerade eben gewesen, ey. Ja, Mick, du fährst genauso wie in der Realität, ey. Sind hinüber. So, hier mal. Macht ein Picknicksflan. Und hier auf Magnussen. Der klemmt hinter Ocon. Gucken, ob der den. Ja, den geholt. Ja, gut gemacht, Magnussen. Kimmich. Bleib vorne. Ist das eine neue Rennplatzierung für Haas? Gut gemacht, Kimmich. Charge on. Got it. Komm, K-Mac, halte den Ocon auf.
Box now. Box. Copy. Box truck. Komm, Magnus, und hol dir denn. Wir kommen wieder. Beweg dich. Wen kriegst du? Vorbei an der Kunde, okay. Haas überholt. Okay. And white line, white line. Alpine hat sich gerade verbessert. Verdammt, ey. So, Ocon fährt mit harten Reifen, also der wird eine Weile vor mir fahren. Ey. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Kommt, Leute. Kimi, komm, zeig, was du kannst. Wir haben auch Glück, dass wir halt einige Positionen gut machen können, halt, weil einige vor mir schon an der Box ranfahren.
Schumacher fährt wieder eine persönlich beste Rundenzeit. Das ist gut. Dann kommt er etwas an Stroll und Vettel ran. So, Verstappen ist in der Box, aber. Ja, gut, komm ja. Na, dieser Viererzug ist interessant. Ich glaube, ich würde wohl der sein, der an die Box fahren muss. Weil wohl die anderen alle auf harten Reifen unterwegs sind. Nochmal Medium. Warte mal, hä? Aktuell aufgezogen, geplant hat. Okay. Box, Kevin, Box. Copy Box. Mal gucken, wer da noch mit an die Box fährt vor dem Zug hier. Mist, nur ich. Dreck. 0,0, was war das gerade für ein Luxusstoff? Gute Taktik von Aston Martin. Sie haben einen Platz gut gemacht. Overtake is available if you need it. Nick ist an der Fälle vorbei, das ist gut. Magnussen kommt an Ricciardo ran. Aber Magnussen wird auf alle Fälle nicht mehr an die Box kommen. Sieht so aus, als hätte sich Aston Martin gerade um einen Platz verbessert. Oh,
Keep it up. Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. Das kostet immer wieder Zeit, dieses Spielchen, ey. Haas mit einem Überholmanöver. Verteidige dich. Sektor 1 ein Unfall. Jetzt zerlegt. Ein Unfall! Gasly hat den Unfall. Oh. Das ist eine Box. Oh, schön. Was bringt das für Mick noch was? Auf Überholen gehen. Ja, Mick ist an das Troll vorbei. Gut so. Ist das eine neue Rennplatzierung für Haas? Magnussen ist wieder Zehnter. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Weil Magnus fährt, kommt nicht mehr an die Box. Bisher ist er. Aber Schumacher haben wir es mal wieder vergeigt, beziehungsweise Schumacher hat es vergeigt. Kommt auch nicht schon. Oh, Su kommt. Na, kriege ich Su. Ja, den habe ich auch bekommen. Perfekt. Gucken, ob halt vielleicht noch Bottas und Alonso noch vorher rein müssen irgendwie. Ja.
Magnussen gibt Gas. Ricciardo ist in der Box. Aber es bringt nichts um. Nee. Runden noch, ey. Oh. Der Lockie da drei. Ach, das ist ein Williams, der da vorne fährt. Ah. Dachte schon, ey. Now, Mick, box now. Come to the box. Charge on. Kommt Bottas und Alonso nochmal in die Box? Das ist die Frage. Das ist die große Frage. Und ist 2 Sekunden hinter mir. Das sollte normalerweise reichen, wenn nichts schief läuft. No push. Copy. Gesamte Stoppzeit 0,0. Irgendwas funktioniert hier nicht. Magnussen kommt näher an Alonso ran. Das waren mal über 4 Sekunden, jetzt bin ich schon bei 2,1. Und Ocon ist 3 Sekunden hinter mir. Das waren 2 Sekunden gewesen, das ist gut. Nur die Frage, wer kommt noch an die Box von den ersten 8? Es wäre cool, wenn einer von den ersten 8 natürlich an die Box kommt. Am besten natürlich Bottas und Alonso. Wäre cool, wenn die in der Box kommen. Kann es sein, dass euer Alonso Reifenprobleme bekommt? Charge on. Jetzt. Wie sieht jetzt in Lücken? Out of DRS. Copy. Charge on, charge on. Copy. So, komm ins DRS-Fenster. Go, go, Magnussen, go, K-Mac, zeig, was du kannst.
verliere schon wieder ein paar Zehnte auf Alonso. Komm. Er ist aber so dran. Ja, okay, Mick, zeig, was du kannst. Vorbei. Ach da. Haas überholt. Und das wird auf alle Fälle nicht mehr reinkommen. So wie es aussieht, jetzt 6 Runden vor Schluss. Okay. Dann hebe ich mir jetzt das ein gutes auf. Überholmanöver von Alpine. Komm, wartet den Koffer. Komm, K-Mac, zeig auch ohne Ernsthaft, dass du überholen kannst. Juhu, komm, komm. Come on, come on. Fast voll das Ding, aber ich warte weiter. Ja, fahr weiter, fahr weiter. Wir sind noch 3 Runden. Die 3 Runden schaffst du auch noch.
charge on. Copy. Mit einem Überholmanöver. Zwei Runden noch. Come on, Herr Kemek. Kemek, komm. Auch wenn die Reifen jetzt im Gegenbereich sind, das schaffst du. Ja. Come on, Kimmick. Come on. Ja, nicht nur wieder. Alpine hat sich gerade verbessert. Das ist Leclerc. Charles Leclerc ist der Sieger heute. Komm, Kene, komm jetzt. Ach, das wird nix. Nein, das wird nix. Shit happens, ey. Aber Leute. Checkered flag. Gut gemacht. Die Punkte verdoppelt. Damit. Aber wieder. Jetzt zwei Punkte, ergibt drei Punkte insgesamt. Schön gemacht. Kevin Magnussen zeigt uns, wie es geht. Ein tolles Ergebnis. Für Haas natürlich, also ein tolles Ergebnis. Mit einem Stopp zwei Punkte gemacht. Position gewonnen. So, ja. Mick, was soll man mit dir machen? So. Oh, Haas hat sich verbessert. Von den 7. auf den 6. Platz. Gut. So. Aber okay, das soll es dann wieder mal gewesen sein. Halt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, viel Spaß und hasta luego. Bye bye.